Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute wieder ein Video aus der Reihe Opas Internet-Empfehlungen. Und zwar ist es die Seite spielekostenlosonline.de. Ich habe mir die Seite ehrlich gesagt noch gar nicht so genau angeguckt, dass ich sie empfehle. Liegt an diesem Kommentar von Stefan Rommel. Stefan Rommel fragt mich: Mich interessiert, ob du den Spieleklassiker Monopoly kennst und ob du vielleicht Lust hast, ein Let's Play daraus zu machen. Mich faszinieren deine Spielweisen immer sehr, deshalb wäre ich gespannt, wie du dich in diesem Projekt schlagen würdest. Das Spiel kostet derzeit 10 Euro bei Steam. Mit freundlichen Grüßen, Stefan. Ja, natürlich kenne ich Monopoly. Das Monopoly-Spiel ist natürlich eines der bekanntesten Brettspiele, könnte man in eine Stufe stellen mit Scrabble oder Mensch, ärgere dich nicht, das kennt ja auch fast jeder. Und Monopoly ist, naja, bei Scrabble muss man ein bisschen Glück haben, aber natürlich viel, viel Sprachverständnis, dass man die Worte richtig legen kann. Bei Mensch, ärgere dich nicht, brauchst du wirklich nur Glück. Bisschen Taktik, ja. Und hier ist das so ein Mittelding, man braucht also auch sehr viel Glück und so weiter. Natürlich kenne ich das Spiel, ich habe es als Brettspiel, ich weiß nicht, habe ich es jetzt noch oder habe ich es gehabt. Auf jeden Fall hatten wir das gekauft und haben das in der Familie fleißig und häufig gespielt. Und tja, wie das halt so ist, habe ich mir gedacht, nee, das Spiel kostet derzeit 10 Euro bei Steam. Ich werde das auf jeden Fall nicht nochmal kaufen, nur um da jetzt mal so eine Folge Let's Play zu machen, denn viel mehr wird das ja nicht, denn man kann ja nicht jetzt hier mal so 10, 20 Folgen Monopoly machen. Das wird ja dann auf die Dauer auch langweilig. Aber dann habe ich mal geguckt im Internet, ob es das nicht umsonst gibt. Und siehe da, es gibt zwei Seiten, wo es umsonst ist, wo man es umsonst online spielen kann. Eine Seite, die habe ich, stelle ich euch jetzt nicht vor, da ist das Bild relativ klein und es wird alle paar Züge Werbung eingeblendet. Hier auf dieser Seite spielekostenlosonline.de gibt es das Monopoly auch. Es hat den Vorteil, man kann Fullscreen machen und es wird auch Werbung eingeblendet, aber nur einmal. Und die Werbung ist schon vorbei. Ja, ich sehe jetzt gerade hier auf der Seite, rechts hier, wird ja auch mal Werbung eingeblendet. Das ist das erste Mal, dass ich Werbung sehe über Entropia Universe hier im Internet auf irgendeiner Seite, die ich aufgerufen habe. Wer das Spiel nicht kennt, der soll mal in meine alten Playlists reingucken. Da kommt es nämlich auch drin vor. So, ja, und dann fangen wir doch mal an. Ich habe diese Aufnahme schon mal gemacht und habe dann nachher festgestellt, dass dann nachher das Format völlig verquer war, weil ich nämlich vergessen habe, Bandicam neu zu starten, nachdem ich Fullscreen gemacht habe. Da war das ein bisschen gequetscht, das Ganze, und deswegen habe ich gedacht, machst du das nochmal, nochmal. Und jetzt werden wir mal... Jetzt werde ich mal auf Fullscreen schalten und dann werden wir losspielen. Bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder. Wir sind im Fullscreen-Modus und wir möchten jetzt ein neues Spiel spielen und das machen wir doch auch. Das Auto ist schon mal gut. Dann möchte ich gern gegen 4 Spieler spielen, wobei ich dann mal gucken muss. Der Schuhhansel ist... Nee, den entfernen wir mal wieder. Ich möchte einen... Na? Kommt der Hund nicht? Nee, kommt er nicht. Okay, dann mache ich hier... Ich kann 3 Schwierigkeiten auswählen. Einmal Unternehmer, einmal Magnat. Und einmal erst Käufer. Beim letzten Mal, bei der letzten Aufnahme war das ein Hund. Das gefiel mir eigentlich dann noch fast besser. Oder nehme ich selber den Hund? Mal gucken. Ich nehme mal selber den Hund. So, ich bin der Hund, der menschliche Spieler. Und dann haben wir das Schlachtschiff. Der ist mittlere Stärke. Der Zylinder ist richtig kräftig stark, sehr stark. Und die Erstkäufer, der
Der Schuh ist also ein bisschen schwächer. Die Regeln kann man hier aufrufen. Ziel ist einfach, scheffeln Sie so viel Geld wie möglich und treiben Sie Ihre Gegner in die Pleite. Das ist eigentlich alles. Und dann spielen wir einfach mal. So, ich beginne sogar. So, wir haben hier also ein Spielfeld vor uns. Wer das Spiel noch nicht kennt, mal kurz erklärt. Es gibt hier Straßen, Turmstraße, Badstraße oder Münchner Straße, Berliner Straße. Die Straßen haben verschiedene Farben. Wenn man alle Straßen einer Farbe gekauft hat, kann man dort Häuser oder Hotels drauf bauen. Hier hinten die braunen, das sind die billigsten, und hier hinten, hier vorne die braunen sind die billigsten, und hier hinten Schlossallee, Parkstraße sind die teuersten. Schlossallee ist ganz gefährlich, weil man nämlich auf ein Ereignisfeld kommen kann oder Gemeinschaftsfeld, ich weiß nicht, eins von beiden, da steht dann Rücke vor bis zur Schlossallee. Das war immer Katastrophe, wenn man dieses Ding gekriegt hat und irgendjemand hatte auf der Schlossallee ein Hotel gebaut, da kann man gleich sagen, okay, tschüss und bye bye. Das ist nämlich richtig fett teuer. So, schließen wir das mal. Gucken wir uns das mal an hier. Wenn ich hier auf die Felder gehe, dann poppt so ein Fensterchen auf. Also mit Hotel kostet die Miete 2000 Kajumbeln. Ich habe am Start 1500. Jedes Mal, wenn ich hier drüber losgehe, bekomme ich 200 dazu. Das heißt, nach drei Runden habe ich meine 2000. Aber da ist das Geld natürlich auch schon wieder weg, weil ich ja nämlich hier kaufen kann. Entweder die Einkommensteuer geht mir gleich wieder flöten, genauso viel wie das Gehalt. Zum Glück ist das im wirklichen Leben nicht so. Und dann kann man also hier die Straßen kaufen. Diese Seestraße kostet zum Beispiel 140 Kajumbeln, Miete 10 und mit Hotel 750. Und das geht dann so weiter. Kommt man auf dieses Feld, muss man in das Gefängnis und kommt wieder raus, indem man einen Pasch wirft oder nach drei Versuchen dann eine Strafe bezahlt. Hier passiert gar nichts. Es gibt Minecraft-Versionen, wo man auf Freiparken die Strafzahlungen der anderen Spieler kriegt, die sich bis dahin angesammelt haben. Das ist hier in diesem Online-Spiel nicht so. Ja, und dann fangen wir am besten mal an und würfeln. Beim Pasch darf man nochmal würfeln. Jetzt haben wir vier Felder und das ist natürlich jetzt mal ein ganz blöder Anfang, ehrlich gesagt. Warum habe ich mir den Hund ausgesucht? Beende den Zug, bitte. So. Warum habe ich mir den Hund ausgesucht? Das war ein schlechtes Omen. So, der sucht sich das Elektrizitätswerk aus. Elektrizitätswerk. Da gibt es Miete für. Hat man das Wasserwerk noch zusätzlich hier oben, bekommt man mehr Miete, wenn einer auf das Feld kommt. Da ist dies. Rücke vor bis zur Schlossallee. Genau das, was ich vorhin sagte. Und der darf sich jetzt die Schlossallee kaufen. Das ist also ein ganz gefährlicher Gegner. Wenn der jetzt noch die Parkstraße hat, mein lieber Scholli, dann können wir alle einpacken. Ich hoffe mal, dass es nicht so weit kommt. Wir sind jetzt also in der Anfangsphase des Spiels. Hier rechts steht also, wie lange wir spielen. 3 Minuten bei der letzten Aufnahme, die ja leider ein bisschen nicht so schön war. Deswegen mache ich sie jetzt nochmal neu. Hier rechts 3 Minuten 30 zum Beispiel. Da hatte mir knapp über 50 Minuten gespielt, bis einer gewonnen hat. Ja, ich habe immer noch nichts gekauft. Jetzt aber. Münchner Straße ist schon okay. Noch ein Pasch und ich muss ins Gefängnis. Bei 3 Paschs muss man nämlich auch ins Gefängnis. Kaufe ich nochmal. Nicht nur, wenn man hier drauf kommt. Dann gibt es noch eine Gemeinschafts- oder Ereigniskarte. Da steht dann, du kommst aus dem Gefängnis frei. Ah ja, der hat ja genau die Runde relativ flott beendet. Da bekommt man dann eine Karte, du bekommst aus dem Gefängnis frei und das ist dann natürlich auch eine feine Sache. Im Gefängnis kriegt man übrigens Miete weiterhin. Da gibt es also auch Monopoly-Versionen, wo man das nicht bekommt, wo man im Gefängnis nichts bekommt. Wie gesagt, man kann es nach verschiedenen Regeln spielen. Also im Gefängnis ist man von allen Transaktionen ausgeschlossen, man kann nichts bauen und nichts machen.
Hier ist das anders und hier kann man auch tauschen. Hier möchte also der Spieler, der Schuh möchte von mir was haben. Meine Münchner Straße möchte der Schuh haben. Das ist die hier. Und er möchte dann natürlich irgendwann hier auch die Berliner Straße bekommen. Ich würde erstmal warten. Was kostet die denn? Die kostet normalerweise 180. Er will mir 205 geben. Ablehnen. Nein. Erstmal sehen wir zu, ob du überhaupt die Berliner Straße kriegst. Das wirst du ja noch gar nicht. Also, schön ruhig bleiben. 7. Okay. Damit haben wir das Wasserwerk. Wenn man Besitzer des Wasserwerks ist, so ist die Miete viermal so hoch, wie Augen auf den zwei Würfeln sind. Wenn man Besitzer beider Versorgungswerke ist, Elektrizitätswerk gehört noch dazu, so ist die Miete zehnmal so hoch, wie Augen auf den Würfeln sind. Da das aber schon vom Schiff gekauft ist, geht das also mit den viermal Würfeln. Das heißt, wenn man mit 12 da drauf geht, dann kriegt man 48 nach Adam Giese. Wenn man beide hätte, würde man 120 bekommen. Beim Westbahnhof geht es ähnlich. Da kommt es darauf an, wie viele Bahnhöfe man bekommt, wie viele Bahnhöfe man hat. Es gibt 4. West, Nord, Haupt und Süd. Was? Ah ja, danke für die Miete. So. Gucken wir mal. So, jetzt hat der Schuh, möchte jetzt von mir, naja, ist klar, jetzt hat er auch bei dem Roten hier was, was ich schon habe, und er möchte mir 320 geben gegen 220. Die Mieten sind natürlich 1050 mit Hotel, also lehne ich mal ab. Ich werde das nachher ganz genauso machen und versuchen, von den anderen Leuten was zu tauschen. Ich möchte jetzt auf jeden Fall die Parkstraße haben. Nein. Knapp daneben ist auch vorbei. So, jetzt haben wir nur noch 600 Kajumbe. Das ist also wirklich ziemlich wenig im Vergleich zu den anderen. Ja, wenn der, wer hat das da, wenn das Schlachtschiff jetzt auch die Parkstraße bekommt, das wäre ziemlich schlecht. Jetzt hat es also 2 Bahnhöfe, das Schlachtschiff, und das gibt dann anstatt 25 50 Kajumbe Miete. Bei 3 sind es 100, bei 4 sind es 200, wenn man drauf kommt. Das ist auch schon nicht schlecht. Im letzten Spiel hatte übrigens keiner Parkstraße und Schlossallee zusammen. Ah, der darf ins Gefängnis, okay. Schuhspieler, was willst du mir jetzt geben? 2,85, du hast mir doch schon mal 3,20 geben wollen. Nee, nee. Mach ich sowieso nicht, brauchst du gar nicht weiter zu gucken, ich will ja hier gewinnen, ne? So, Gemeinschaftsfeld komme ich. Urlaubsgeld, prima. Dann habe ich meine Zusatzsteuer wieder reinbekommen. Und kommst aus dem Gefängnis frei. Das ist also die Karte, von der ich auch vorhin gesprochen habe. Ich habe aber sehr wenig. So, hier bei 1, 2, 3, na gut, okay, geht. Der hat schon 5, der hat schon 6 Sachen gekauft, das Schlachtschiff. Der Zylinder erst 1, okay, da bin ich ja noch ganz gut. Der kriegt jetzt das zweite. Man sieht, dass hier immer auf dem Feld hier rechts, was er hat. Der Schuh hat 2, also okay, da bin ich ja noch ganz gut dabei. Das ist auch ein gefährliches Ding, nämlich Kosten, Straßenausbesserung für Häuser. Und was willst du mir jetzt geben? 350. Nee. Ablehnen. So. Ich lehne das alles mal ab. So, jetzt habe ich, das ist jetzt mein viertes Teil. Okay. Gut, da könnte ich dann, wenn ich die beiden anderen habe, hätte der Hund, dann hätte er einen Hasen. Oder wenn der Hund, dann hätte er einen Hasen, so heißt es. Hätte ich noch 2, könnte ich bauen.
Ja, es ist jetzt sozusagen der Anfang des Spiels noch nach knappen 10 Minuten. Der Mittelteil ist dann halt mehr durch das Tauschen geprägt und zu gucken, wie man seine Häuser zusammenkriegt. Wobei jetzt der Schuh schon angefangen hat mit der Tauscherei. Obwohl das eigentlich Arztkosten, auch nicht schlecht, obwohl das eigentlich jetzt noch gar keinen Sinn bringt, da zu tauschen. Wenn ich zwei von einer Farbe habe, das war jetzt dumm, hätte da auch auf den Opernplatz gehen können. Opernplatz ist auch nicht schlecht, da wird man auch ab und zu mal drauf geschickt, aber die Schlossallee ist wirklich ziemlich übel. So, Dividende. Wie viel war das jetzt mit der Dividende? 50, okay, ich habe jetzt gedacht 450. So, damit ist mein Lila schon mal belegt. Ich muss also mal sehen, wenn ich irgendwo 1, 2, ja, haben wir jetzt, was haben wir das? Das ist hier der Gelbe, der hat von der gelben Seite hat noch keiner was. Hier könnte und da könnte das Schlachtschiff, oh wei, das Schlachtschiff, da müssen wir ein bisschen mal, okay, gelb, gut, da kriegen wir die Goethestraße. Kaufen wir mal. Und dann gucken wir mal, dass wir grün oder blau kriegen. 8. Das gefällt mir. So, jetzt kann zumindest das Schlachtschiff nicht mehr auf dem blauen Ball bauen. Nicht mehr auf das Schloss. Und der bin ich beruhigt. Das ist also das erste Ziel, was man hat, das Blaue zu verhindern und dann vielleicht auch das Grüne, weil die auch relativ teuer sind, wenn man da drauf kommt. Aber die Parkstraße ist bei weitem, mir das gleich mal angucken, glaube ich, bei weitem das teuerste mit einem Hotel. Ja, die Frage, wer Monopoly nicht kennt, wer kennt eigentlich Monopoly nicht? Kennt ihr Monopoly alle? Also kanntet ihr Monopoly alle bis jetzt? Drücke vor bis zum nächsten Werk. Dann darf der Miete bezahlen im E-Werk. Hat er schon. Miete 30. So. Wie ist das hier? Also die Schlossallee kostet 2000, die Parkstraße 1500. Der 1400, 1200, das ist auch schon viel, aber die 2000 ist schon richtig heftig. Das ist nämlich 30% mehr allein als die Parkstraße, als die zweiteuerste Straße. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Badstraße, da kostet ein Hotel weniger Miete, als du hier für die Schlossallee bezahlen musst. Aber auch da kann man natürlich Häuser bauen. Und vielleicht, wenn man dann hier diese ganze Reihe hat, ja, warum auch nicht? Ich meine, dauert zwar etwas länger, bis die anderen pleite sind, aber könnten wir ja noch machen. Also, wir gucken jetzt mal, ob wir da was auf dem gelben, nee, siehste, war schon mal nix. Aber wir können ja zum Beispiel mal sehen, dass wir irgendwo, wo wir einen haben, noch einen zweiten bekommen. Zum Beispiel in Gelb oder in Rot oder in Orange oder in Lila. Das ist also alles möglich, dass wir da noch eine zweite Straße bekommen. Dann versuche ich mir das einzutauschen. Und dann gucken wir mal. So, werden wir erstmal einen Schluck nehmen. Ja, so nicht. Also noch ist kein Ende in Sicht. Wie gesagt, das letzte Spiel hat... Oh, der hat schon zwei. Das ist also auch relativ gefährlich da oben. Ist nicht ganz so gefährlich wie die Schlossallee, weil man da nicht drauf geschickt wird. Ich glaube, da gibt es kein Ereignisfeld. Das eine zur Hauptstraße Rathausplatz oder... Oder doch. Wie heißt die Straße hier? Na, Bahnhofstraße. Hauptstraße, Rathausplatz, Bahnhofstraße. Na, das ist ja schon mal gut. Okay, dann kann ich also von dem Schuh... Schuh ist ja der...
Au. Ach, jetzt kriege ich auch kein Gehalt, ne? Wo ich gerade so viel Geld habe. Ist das natürlich schlecht. So. 220. Das heißt, ich müsste dem also ein Angebot machen, das ein bisschen über 220 liegt. Wobei ich schon jetzt so mal zwei, dreimal gespielt habe hier. Vor allen Dingen bei der letzten Aufnahme war das ein bisschen kritisch mit dem Handeln, weil ich da dem stärksten Spieler, dem Zylinder, was abhandeln musste. Und der hat sich geweigert. Erst der einfache Spieler, der keine Ahnung hat, der Schuh in dem Fall, der leichte Spieler, der handelt schon viel schneller mit einem. So, was möchte denn der Schuh von mir haben? Ja, du bist witzig. Das will ich gerade von dir. Also, ich möchte nachher vom Schuh nämlich die Museumsstraße haben und dann will er von mir jetzt hier die beiden. Nein, 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 nein. Das machen wir nicht. So, ich habe ja eine Karte, die setze ich mal ein. Dann brauche ich auch nichts zu bezahlen. So, rot ist ja nun gar nicht schlecht. Da gibt's dann, was geht jetzt immer weg? Das Pop-Up-Fenster, wenn da ein bisschen Action auf dem Bild, ja, da warte ich nochmal ab. Immerhin 1100 Miete. Ich meine, man, der Anstieg ist hier eigentlich relativ sacht bis zu dem Grünen hin. Und hier hinten ist richtig fett. 2000, insofern, wie gesagt, bin ich froh, dass das keiner kriegt. Ich fahre jetzt das Schlachtschiff noch auf Grün. Kann er jetzt eh nicht kaufen, aber er kann ja Hypotheken aufnehmen. So, jetzt das Gemeinschaftsfeld gibt es natürlich auch, dass man direkt ins Gefängnis geschickt wird. Und im Gefängnis kann man alles Mögliche machen. Zum Beispiel handeln. Er will mir jetzt halt das, die Straße für 370 abkaufen. Nee. Ich sagte ja, das kaufe ich dir irgendwann ab. Kann ich noch nicht, weil ich zu wenig Bargeld habe. Und das kriegen wir noch hin. So, man kann ja da Hypotheken aufnehmen auf den Feldern. Steht jetzt hier nicht dabei, wie viel, aber ich glaube, das ist dann die Hälfte oder so. Dann gibt es natürlich keine Miete, ne, wenn die anderen da drauf kommen auf ein Dings, was mit einer Hypothek belastet ist, auf ein Grundstück oder ein Bauwerk, dann geht das Geld, dann gibt es keine Miete. Dann geht das Geld auch nicht an die Bank, übrigens, da gibt es gar nichts. Und wenn dann einer pleite gegangen ist, hat er meistens relativ viele Grundstücke, die belastet sind. Dann muss ich als Käufer das dann auch nachher bezahlen, aber das geht. Oh, Bankfehler, das ist natürlich schön. Würde ich mich auch freuen. Was willst du mir jetzt? 3,65? Nee, 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 nix da. Ich müsste ja schön bescheuert sein. Das ist jetzt vielleicht die einzige Chance, was zu bauen. Ich weiß es noch nicht. So, ich habe noch 112. Das ist auch nicht viel. Beende den Zug. Ja, da ist das eine Mal, dass ich direkt ins Gefängnis gegangen bin. Nicht über los, das merkt man dann schon. Aber ich kriege ja fleißig Miete. Ja, Parkstraße habe ich. Das kann auch gut Miete bringen. Aber natürlich kann ich da nicht bauen. Aber das will ich ja auch nicht, denn es ging mir nur, das zu verhindern, dass der da baut. Und das ist immer noch die Gefahr hier. Also bitte, dass da ein anderer was kauft, das wäre ganz nett. Und dass ihr euch dann nicht von dem belatschen lasst. So. Nee, ach nee. Ach was, das darf ja wohl nicht sein. Also ich habe Pech. Konnte es nicht auf die Turmstraße gehen oder auf die Badstraße. Also ich hoffe, dass einer, der den Grünen sich krallt.
Der zumal nicht. Okay, das sind schon 35. 215 habe ich. Ich kann ja gleich mal dem Spur ein Angebot machen für lächerliche 220, das heißt 100% der Museumsstraße, dass ich die bekomme, aber da wird er nicht drauf eingehen. Vermute ich mal. Hier sind viele, viele Steuern versteckt, ne? 100 und 200 und dann hast du die Schlossallee und Parkstraße. Das ist also ziemlich, ziemlich teures Pflaster da oben. Um den Gehalt. Gut, hier können wir also auch handeln nachher mit dem Zylinder. Wenn der Zylinder vielleicht die Elisenstraße hat, dann könnte man hier so. Oh ne, das ist ja gar nicht meins. Okay. Ich ziehe das wieder zurück, was ich gesagt habe. Also noch ist überhaupt nichts in Sicht hier. Es hat sich noch keine entscheidende Wendung ergeben. Vielleicht könnte ich noch auf das Orangene. Ich habe allerdings kein Geld mehr, die Berliner Straße zu kaufen. Dann müsste ich mir ja, okay, da ist gut. Da kann ich ohne Probleme stehen. Da müsste ich eine Hypothek aufnehmen, wollte ich sagen. Rathausplatz wäre was. Da würde ich dann locker gerne eine Hypothek aufnehmen. Krankenhausgebühr. Ja, es ist alles teurer. Ein halbes Monatsgehalt fürs Krankenhaus. So. Ja, wie gesagt, ich hatte schon mal eine Aufnahme gemacht. Die ist dann leider nichts gewesen. Ich hoffe, dass jetzt das Format richtig ist, dass es nicht so gedrückt ist und dass keine schwarzen Ränder oben und unten sind. Es sind links und rechts ein paar schwarze Ränder, weil ich das Fenster ein bisschen groß eingestellt habe. Du hast Geburtstag, Dankeschön. Und zwar nicht, aber ist egal. Falsche Angaben im Pass. So, er hat 2468, das Schlachtschiff. Mal durchzählen, was die alle so haben. Schlachtschiff hat 8, Zylinder hat nur 4. Also das ist zwar ein sehr erfahrener Spieler, aber wenn du bloß Pech hast oder Würfelpech, dann hast du halt Pech. Und der Schuh hat nur 2. Ne, ob er dann 1 abgibt, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber Schuh, wir werden das mit Rathausplatz, das kannst du dir locker leisten, das zu kaufen. Und ich habe auch 8, also bin ich mit dem Schlachtschiff. Deswegen haben wir auch so wenig Geld. Ist klar. Schönheitswettbewerb. Na gut, da sage ich mal nichts zu. So, also Schlachtschiff und Spieler haben jeweils 4 Felder gekauft und die anderen beiden nur 2. Wie viel haben wir denn insgesamt, die wir kaufen können? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf der Reihe, da sind es. Nee, es sind unten, sind es. Doch, da sind es 6, da sind es 7, da sind es sogar 8, das sind 14. Da oben sind es auch 8, sind 22. Gibt also noch einiges zu kaufen. Und rechts sind das wieder 7, ne? Ne, 6 sogar, ne? Also sowas wie 28. Sind also noch ein paar zu vergeben. Sieht man ja hier einmal die Turmstraße. Was haben wir noch? Die Elisenstraße 2 haben wir noch zu vergeben. Hier die Lessingstraße und den Rathausplatz. Habe ich denn jetzt inzwischen Geld bekommen? Müsste ich eigentlich. Ich war auf dem Gemeinschaftsfeld, genau. Da hatte ich ja Gehalt bekommen. Warum bin ich jetzt nicht auf die Elisenstraße gekommen? Na gut, das ist egal, da habe ich sowieso nichts. Man kann übrigens auch dann das Grundstück versteigern lassen. Lebensversicherung. Ah ja. Gut. Der Zylinder weiß nicht wohin mit dem Geld und der Schuh auch nicht.
Ist halt so, die haben halt nur zwei Felder jeweils. Und wirklich mit nur zwei Sachen kannst du jetzt halt ein drittes, okay. Da wird er vielleicht auch tauschen wollen, aber nicht mit mir. Weil ich da nichts habe. So, ich habe 420. Ich könnte ja mal versuchen zu tauschen. Und zwar möchte ich jetzt mal die Museumstraße tauschen, die kostet 220. Und ich werde dem Hund, dem Schuh werde ich mal 250 anbieten. Ne? So, dann werden wir mal mit dem Schuh. Das möchte ich das hier haben. Und biete ihm dafür 250 an. Das ist weniger, als er mir schon mal für eins angeboten hat. Da bin ich ja gespannt, ob er da drauf anspringt. Ja, natürlich nicht. Hätte ich mir fast denken können. Aber irgendwann werden sie dann weich. Also 250 nicht. Da muss ich also vielleicht mal 300 versuchen. Man weiß ja auch immer nicht, wo die Grenze ist. Ich könnte jetzt jede Runde neu fragen. Aber das wird ja dann auch langweilig dann in 10er Schritten. Also mache ich mal 300 nach dem nächsten Würfeln. Es sei denn, ich muss ins Gefängnis oder so. Warten wir mal, bis wir um die Ecke sind. Oder es sei denn, ich kriege den Rathausplatz. Dann gebe ich natürlich das Geld erstmal dafür aus. Nur um das Schlachtschiff zu verhindern. Der Schuh hat mich auch nicht mehr gefragt. Irgendwer hat das jetzt aufgegeben. Drücke vor bis auf los. Super. Okay. So, da werde ich nochmal tauschen. Versuchen für 300 vom Schuh diese Museumstraße zu bekommen. Tauschen. Schuh, Museumstraße, 300. Mal sehen. Immer noch nicht. Naja, der ist ja nicht dumm. Auch wenn er vielleicht nicht der schwerste Gegner ist. Dumm ist er nicht. Können noch mit dem Zylinder hier unten tauschen. Machen wir das doch mal. Tauschen wir mal für 250 die Seestraße Zylinder. Seestraße 250. Na, nicht so viel, das ist ein bisschen viel. Ja, wenn man lang drauf drückt, das geht unheimlich schnell, ja. Man kann einzeln klicken oder länger gedrückt halten. Dann geht es aber ratzfatz. Muss man ein bisschen. Ja, ich muss auch nicht direkt 250. Ich mache jetzt einfach mal 238. Moment. So, jetzt gucken wir uns das nochmal genau an. Der will mir 190 geben, dafür, dass ich die Seestraße bekomme. Also ich gebe ihm gar nichts. Ach, ich habe ja auch falsch gedrückt. Ich muss ja hier drücken. Moment, halt. Nee, stimmt, ich habe ja immer richtig, er war ja auf der rechten Seite. Dann habe ich geklickt, ich will 250 ihm geben für die Straße. Und er will mir jetzt die Straße plus 190 geben für diese Straße, für den Münchner. Und da kann er gar nichts machen, weil er von denen das noch nicht hat. Das akzeptiere ich natürlich. Ich dachte, du wärst ein richtig intelligenter Spieler, mein lieber Zylinder. So, dann können wir natürlich in der nächsten Runde bauen. Das heißt, hätte ich auch gleich machen können, aber warten wir noch mal so ein bisschen ab. Ich wollte ja eigentlich da oben haben, aber hier ist ja auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir halt nur den Rathausplatz noch aufpassen. Auf den Rathausplatz aufpassen. Drücke vor bis zum nächsten Bahnhof. So, dann
der Schuh möchte jetzt die beiden von mir kaufen und gibt mir 265. Ich wollte dir das ja schon abkaufen, das hast du abgelehnt, also lasse ich das doch. Das muss ja nicht sein. Denn jetzt habe ich ja schon mal was. Jetzt baue ich erstmal, da klickt man ja auf Bauen und dann blinken die Grundstücke, die ich bebauen kann. Hier jetzt ein Haus. So, jetzt kann ich hier nicht mehr bauen, weil ich erstmal die ganze Straßenreihe voll bauen muss. Also es geht jetzt nicht, dass ich auf einem Grundstück nur ein Hotel baue und sonst nichts. Das macht er also nicht. Das sind ja auch die Regeln. So, da haben wir jetzt ein Haus. Das steht dann hier oben auch in den Kärtchen drin. So, machen wir nochmal eine Reihe. Da haben wir zwei Häuser. Hier steht drin, dass es bebaut ist. Steht also nicht, wie viele Häuser das sind. So, jetzt lassen wir das mal würfeln. Und was gibt's da für Miete, wenn einer draufkommt? Also schon mal 150. Ist ja nicht so irrsinnig viel, aber es ist immerhin schon etwas. So. Na. Prima. Ich bin also der Erste, der baut. Wie gesagt, wir sind jetzt im Mittelteil, wo man anfängt, seine, ja, diese Braunen, die sind überhaupt noch nicht, da ist noch gar keiner drauf gekommen. Das ist also auch erstaunlich eigentlich, dass das so lang dauert. Da haben wir ja auch noch den grünen und den gelben. Lessing und Rathaus. Rathausplatz und Lessingstraße. So, ich kann mich jetzt eigentlich so richtig zurücklehnen. Ja, er möchte jetzt wieder, nee. Jetzt will er 300 mir geben. Nee. Das wollen wir mal nicht machen. Ich warte jetzt erstmal ab, so ein bisschen, wie viele Leute da drauf kommen. Wo sind sie denn alle? Da ist der, das Schlachtschiff, der Zylinder ist rechts auf dem grünen. Okay. Das wird euch noch nicht wehtun. 50 Kajumbel Schulgeld. Ja. Okay, es ist halt schon ein bisschen wenig Geld, aber ich habe das halt investiert, heißt das. Ich habe wenig Bargeld, das ist ja auch jetzt aktuell so, dass man wenig Zinsen bekommt, dann soll man das Geld halt investieren. Vielleicht zum Beispiel in ein gutes Essen oder in ein Haus. Aber so viel Geld habe ich im wirklichen Leben nicht, das geht also nur bei, jetzt hätte ich bei der Minecraft gesagt, bei Monopoly. Dann wollen wir mal sehen. So, was macht der? Meistens kaufen die sich da frei. Okay. Will nicht, willst du wieder tauschen? Nee, will er nicht. Ah, ist noch gar nicht fertig. Hat er einen Pasch? Hat er Geld bezahlt und hat dann einen Pasch gewürfelt? Das war natürlich dann ein bisschen... Ja, er will wieder kaufen. 3,35. Nee, das haben wir doch schon abgelehnt. So, würfeln wir mal. So, los, okay. Ah, jetzt kommt einer mal auf die Badstraße. Gut, das ist halt... Wer sonst nichts hat, nimmt auch die Badstraße, ne? Das ist die billigste Straße, die es gibt. Schlachtschiff will nicht auf mein Feld. Okay. Tja, Zylinder könnte sich das leisten. Aber der geht auch lieber auf den Bahnhof. So, ne, willst du wieder tauschen? Schuh. Ja, er lässt es 285. Er gibt mir immer wieder andere Geldvorschläge. Er steigert also nicht, sondern macht das immer wieder mal so, mal so. So. Ah, ne, ich dachte Einkommensteuer. Nee, zum Glück nicht. Dann hätte ich nämlich nicht mehr genug Bargeld gehabt.
Und ich hätte entweder ein Haus verkaufen können oder aber eine Hypothek auf eine unbebaute Straße aufnehmen. Ich glaube, auf eine bebaute darf man keine Hypothek aufnehmen. Ne? Muss ich gleich mal testen. Ich glaube, da muss man erstmal die Häuser verkaufen. Was natürlich dann ein bisschen dumm ist. Jetzt hat man dann so schön die Häuser sich gekauft. So, wir sind bei 35 Minuten. Es will keiner bei mir drauf. Nein. 3,45, nein. Wenn er jetzt lieber steigern würde, das Geld, ne? Er hat doch Geld genug, aber nein, er geht mal hoch, mal runter. Irgendwie ist da kein System drin. So, jetzt gucke ich mal, wenn ich jetzt Hypothek machen will. Ja, also hier kann ich keine Hypothek aufnehmen. Ich müsste erst die Häuser verkaufen, also nur bei den Unbebauten geht das. So dachte ich mir das schon. So, der hat 2, 4, 6, der hat auch schon 9 Straßen oder Werke, Bahnhöfe. Ja, das Grüne da oben, das ist noch, tja. Also wenn das Schlachtschiff auf den Rathausplatz bekäme, wäre das wirklich eine Art, ich will jetzt nicht sagen GAU, aber so fast. Was ist jetzt wieder? 3,40? Nee. Versuch es ruhig. Ich kann jetzt bei dir nicht versuchen, weil ich nicht genug Bargeld habe. So, folgt mir doch dahin, auf das Feld. Bitteschön. Ich mache euch das doch vor, wie das geht. Bei mir auf die Felder einfach. Ja, er geht in die Einkommensteuer. Das ist auch nicht schlecht. Stört mich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht, aber ihn stört es. So, da ist die Turmstraße, glaube ich, dran, ja. Okay, können wir da auch nicht mehr bauen. Dann wäre also nur noch das Grüne, wo dann man bauen könnte, wenn das Schlachtschiff da drauf kommt. Das hoffen wir dann mal nicht. Nein, so, das ist schon mal gut. So, jetzt ist alles... Oh. Was denn? Was habt ihr jetzt gemacht? Schuh hat 555 für das Schlachtschiff eingetauscht. Oh ja, und dann noch einmal das gleiche und dann kann der Schuh da bauen. So, da hatte ich jetzt nicht gedacht, dass der das macht. Aber, jo. Draufdrücken muss ich. So. Also es wird spannend jetzt so langsam. Der Schuh möchte also auch. Es steht doch eigentlich, der Schuh ist nicht so. Ist nicht so tough, ne? Der Schlachtschiff ist eigentlich ein bisschen. Ah, wunderbar. Die erste Miete. Da können wir doch gleich mal noch Häuserchen dahin bauen. Ich warte mal ab. Wie das ist hier. Genau, übers Gehalt. Ich guck mal, was jetzt der Schuh macht. Ob der Schuh sich auch noch die Hauptstraße von dem Schlachtschiff holt. Nee. Im Moment nicht. Nee. Okay, dann bauen wir mal ein Haus jetzt hier. Wir warten hier mal ab im Gefängnis. Und bauen mal das dritte Haus. Kostet bis zu 500 Kerumpeln auf der Ecke da. Und dann wollen wir das mal aussitzen. Ich glaube, ich habe keine Karte mehr. Die hatte ich schon verbraten. Ne? Ja, bei der letzten Aufnahme, die ja leider nichts geworden ist, habe ich jetzt so gesagt, na, vielleicht dauert es noch 5 Minuten, davon sind wir jetzt noch eine Ecke weg. Also, ich denke mal, dass wir hier durchaus
eine Stunde spielen können. Bis das zu Ende ist. Zum Glück sind die Videos hier dann nicht so groß, weil sich ja wenig verändert grafisch. Also kann ich das dann locker so 50 Kajumpel müsste ich bezahlen. Das wollen wir nicht. Ach, das Schlachtschiff ist bei mir draufgekommen. Habe ich gar nicht gesehen. Was? Wann war das denn? 450. Na, da können wir doch gleich mal kaufen. Bauen, besser gesagt. Das ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen jetzt. Dann bauen wir da ein Hotel hin. Und dann sieht das schon mal ganz anders aus. Dann dürft ihr gerne auch... Ah. Okay. Ist doch ein bisschen teurer, als ich dachte. Dann dürft ihr da gerne drauf gehen. Weiterhin. 1er vielleicht ein 1er Pasch. Nee, wäre auch was gewesen. Der Schuh bitte vielleicht bei mir drauf. Dann hat er schon mal nicht genug Bargeld. Auch nicht. Also ich bleib noch ein bisschen hier im Gefängnis hocken. Ach, ich kann ja meine Gefängnisstrafe gar nicht bezahlen. Gleich. Warten wir erst noch mal. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht hier. Da habe ich nicht so richtig aufgepasst, aber ist ja egal. So, wie sieht's aus? Ja. Im Moment ist der Schuh mein gefährlichster Gegner, glaube ich. Weil er halt gerne tauscht und eventuell die Hauptstraße auch kriegt von dem Schlachtschiff. So, ich muss jetzt meine Strafe bezahlen. Ah. Ich könnte jetzt Bankrott anmelden, aber ich bin ja nicht blöd, sondern ich nehme mir eine Hypothek und zwar für die Badstraße. Was kriege ich da? 30, genau, also die Hälfte. Folgt mir bitte wie immer gerne hier auf meine Felder. Ihr seht, dass die Badstraße jetzt so ein bisschen ausgegraut ist und dass hier so ein blaues, das weiße Feld blau geworden ist. Das heißt, da ist eine Hypothek drauf. Nee, ja, von mir aus. Einser Pasch. Nee, bitte nicht. Also 1, 3 oder 4. 1 geht ja nicht. Das ist ein Quatsch. 3 oder 4. Gerne. So, jetzt könnte ich die Badstraße schon wieder abbezahlen. Aber ich warte noch mal so ein bisschen. Ja, jetzt könnte ich es aber trotzdem abbezahlen. Jetzt haben sie mir zweimal die Miete gegeben da. Ja, das ist Pech. Hatte ich am Anfang auch. So, ich mache erstmal die Hypothek auslösen. Und zwar die... Zack. Erledigt. Würfeln. Ja, noch ist kein Ende in Sicht. Ich denke mal, das wird eine lange Folge heute. Wir haben aber Zeit genug. Monopoly ist ja ein Spiel, was relativ... Na, knapp daneben. Was relativ lange dauert. Der Zylinder will keine Strafe bezahlen. Also Monopoly dauert relativ lange. Kann auch schnell gehen. Also wenn man jetzt nur zu zweit spielen würde, dann wird man also viel schneller bauen können. Aber wir wollen das Ganze ja so ein bisschen interessanter haben. Deswegen habe ich mit vier Gegnern, mit drei Gegnern, also vier Spieler insgesamt, mir das ausgesucht. Ja, und so ein Brettspiel ist natürlich ein relativ, da würde man sagen, ja, das ist genau richtig für Opa, ne? Also nicht jetzt hier so
So, sagen wir mal Counter-Strike oder was. Das nicht. Sondern ein richtig schönes, gemütliches Brettspiel. Man könnte sich auch noch eine Patience verlegen, die man vorstellen, die man legen kann. Hat mein Vater immer früher gerne gemacht. Patiencen gelegt zu Hause. Natürlich nicht am Computer, sondern mit richtigen Spielkarten. Jetzt gibt's das ja am Computer. Hier drei Felder zurück und dann kommt das nächste Feld. Rücke vor bis auf los. Super. So, jetzt kann ich also hier noch das dritte Haus bauen. Und habe die erste Ausbauphase fertig. Jetzt kann ich mir überlegen, wo ich noch vielleicht tauschen möchte. Also vielleicht das rote da von dem Schuhspieler. Ach, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich dachte, das war die Freikarte. Nein, das war die Strafkarte. Na gut. Pech. Aber wir sind ganz gut aufgestellt. Ich gucke relativ positiv in die Zukunft. Vorausgesetzt natürlich immer, dass die Leute da auch drauf gehen. Ja, die habe ich gedacht, wäre es, aber die war es bei mir eben nicht. Wo ist jetzt der Schuh? Da oben. Ah. Ja, da warten wir mal ab. Ich meine, das kann natürlich jetzt ganz schnell gehen. Da müssen nur muss einer nur in einer Runde zweimal oder zum Beispiel von der Seestraße zur neuen Straße springen. Ein paar Schwürfe. Ich will doch nicht aus dem Gefängnis unbedingt. Von der Seestraße zur neuen Straße springen. Und dann kann das relativ schnell gehen, dass er dann pleite ist. So. Ja, ich könnte mir jetzt diese... Ich könnte jetzt hier hinten bauen, aber vielleicht mache ich das auch, dass ich die Turmstraße von dem Zylinder mir hole. Und dann da vorne so ein bisschen baue. Da gibt zwar nicht viel, aber sagen wir so, ja, Kleinvieh macht auch Mist, heißt es ja. Ja. Na, wunderbar. Schuh. Der muss also erstmal schon mal eine Hypothek aufnehmen. So, das ist schon mal sehr gut. Der Schuh. Da brauchen wir 50 bezahlen. Die hat er. Ja, wenn ich dem Schuh jetzt mal dann anbiete, das war der dritte Pasch übrigens, jetzt biete ich dem Schuh mal an, dass ich ihm die Straße abkaufe. Zahle jedem Spieler 50 Vorstand. Müsste man da nicht Geld kriegen, oder wie? Ich versuche mal jetzt hier die Museumsstraße zu tauschen. Nochmal vom Schuh. Der hat ja kein Geld und er wird sich bestimmt freuen, dass er Geld kriegt. So, dann möchte ich mal von dem Schuh die Museumsstraße haben. Die kaufe ich ihm ab für 2,20. Ich gebe mal 3,50. Na, wir sind ja mal großzügig. Mal sehen, ob er da drauf anspringt. Wunderbar. Und dann kann ich schon mal bauen. Bauen wir mal jeweils ein Haus. 150. So. Und da gibt es dann schon mal 100 Kajumbel dafür. Das ist schon mal okay. Also jetzt sehe ich dem Ganzen noch positiver gegenüber. Wir haben zwar nur noch 30 Kajumbel auf der Tasche, aber es ist egal. In der Tasche. Rücke vor bis zur Seestraße. Siehst du, das ist natürlich... Stimmt, da war auch nochmal was. Und dann können wir gleich nochmal was bauen. Nämlich zwei Häuser jeweils oben auf den roten Feldern. Dann geht das doch relativ schnell. Also ich denke mal, wir brauchen keine Stunde. Wir haben noch 10 Minuten bis zur Stunde. Und da sollte es sein, dass wir dann durch sind.
Aber wie gesagt, die müssen natürlich drauf gehen, sonst wird das nichts. Also, was wollte er auslösen? Okay, so, jetzt mache ich mal hier, dass ich noch was kaufe, was baue. Für 150 hier das da drauf. Okay, so, was gibt's denn für Haus 300 denn schon drauf, ne? Hotel wäre 1100, aber ich baue gern alles gleichmäßig voll, also zwei, also ich hatte es vorhin hier nicht gemacht, aber in der Regel ist es also, dass ich gerne alles gleichmäßig mit Häusern bebaut habe. Na, ich habe doch drauf gedrückt, hat er nicht angenommen. Oder ist das Internet weg? Ja, das könnte auch sein. Wäre natürlich jetzt ein bisschen blöd. Müsste ich noch eine Aufnahme machen oder warten, bis es wiederkommt. 250 ist schon mal gut. So, wenn jetzt das Schlachtschiff pleite ginge, dann kriegte ich... Ah, das ist natürlich super. Ein Einserpasch da oben. Das gefällt mir. Dann kann ich für 450 nämlich gleich die dritte Häuserreihe da hinsetzen, da oben. Also das dritte Haus auf die roten Felder. Ja, hört sich ja auch schön an, ne? Opernplatz, Museumstraße, Theaterstraße, richtig wunderbar. Während so eine Hafenstraße ja eher so einen negativen Beigeschmack hat. Ja, jetzt will ich auch nichts mehr eintauschen. Ich glaube, das reicht jetzt völlig, diese sechs Felder da. Warum bauen wir gleich nochmal hier? Und holen uns dann die 200. Dann können wir eigentlich gleich nochmal bauen. Jetzt haben wir auch das Geld für vier Häuser und da sind wir schon richtig gut dabei mit 700-800 Kajumbeln. Miete, das ist schön, ist zwar nicht so viel wie die Schlossstraße, aber ich sag mal, wer die Schlossstraße und Parkstraße hat und da bauen kann, der hat natürlich schon die halbe Miete fürs Spiel, aber man kann das auch auf den anderen Straßen locker machen. Nicht unbedingt jetzt, wenn man nur die beiden braunen Straßen da unten hätte oder die drei blauen. Wenn man jetzt die ganze Reihe hier hat, dann okay, dann könnte das so sein, dass man das, dass das dann auch schon ausreicht. So, wir haben jetzt also sechs Felder bebaut und das ist doch schon mal eine feine Sache. Wieso habe ich so wenig Geld? Achso, ich habe das ja schon ausgegeben für Hausbau, genau. Tja, sowas ist immer Pech, gerade wenn jetzt die schweren Straßen kommen. So, das Schlachtschiff muss jetzt sehr viel Hypotheken aufnehmen. Mal sehen, ob es reicht. Ah, reicht gerade so. Und wir können inzwischen... Wenn wir denn dran wären, würden wir gleich das Hotel bauen, da oben. Wir sind noch nicht dran. Warten wir vielleicht nochmal, bis der Hund auf das Feld gekommen ist. Bis der Schuh, nein, der Hund bin ich ja selber. Okay, bauen, ich vergesse das immer. Ich bin normalerweise, ist der Hund derjenige, der von mir ganz als einfacher Spieler ausgewählt wird. Aber wenn ich selber der Hund bin, dann geht das natürlich nicht. Beendet den Zug. So, jetzt haben wir 400. Wir haben Hotels noch und noch. Das Schiff hier hat diese ganzen Felder da. Lass dein Häuser renovieren. Ja, das kann natürlich auf uns auch noch hinzukommen und wäre dann ein bisschen dumm. Aber das geht, glaube ich, dann. Das wäre dann nicht so schlimm. Es reicht dann vom Geld wohl her nicht. Vom Geld her wohl nicht.
So, der erste Kandidat ist das Schlachtschiff, das pleite geht. Wir sind jetzt bei 54 Minuten. Ich denke mal, das geht jetzt doch relativ schnell zu Ende. Aber es wird also nicht unter einer Stunde dauern. Die letzte Aufnahme waren so 55 Minuten ungefähr, die ja leider nichts geworden ist. Ich habe sie dann zwar nur hochgeladen, weil ich denke, naja, du kannst sie ja anbieten, aber habe ich gedacht, naja, nächstes Mal machst du es lieber neu. Ah, Zylinder. Gut, da hat er Geld genug noch. Am schönsten ist immer jetzt, wenn man ins Gefängnis geht, da hat man keine Ausgaben, wenn man da drin bleibt. Und geht vielleicht nicht pleite, aber die Straßen sind natürlich auch geschickt jetzt, weil man hinterm Gefängnis ist. Ne? Die Leute können sich also nicht davor drücken, dass sie von diesem Feld hier oben dann direkt ins Gefängnis gehen. Sondern da kommen sie auf jeden Fall vorbei. Bei mir. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den Zylinder. Der hat noch genug Geld. Aber ihr seht schon, ich habe 1600 Kajumbeln und die anderen sind also unterhalb der Miete, die sie hier bezahlen müssen. So dass das schon schwierig wird. Ich kann ja schon mal die Abmoderation machen. Denn ich werde das mit Sicherheit jetzt gewinnen. Und ich glaube, das Spiel ist relativ einfach hier auch online zu spielen. Da muss man sich schon ziemlich dumm anstellen oder ziemlich viel Pech haben, dass man da nicht gewinnt, sag ich mal so. Ich habe jetzt dieses Spiel jetzt hier dreimal durchgespielt. Einmal das erste Mal, dann bei der ersten Aufnahme, der nichts geworden ist und jetzt. Und ich habe alle drei Spiele gewonnen, das kann ich ja jetzt schon sagen. Das sieht man ja, dass ich hier gewinnen werde. Da müsste ich jetzt also wirklich böse Fehler machen, wenn ich da nicht gewinne. So, der erste ist schon mal pleite, oder? Wenn er jetzt alle vier Hypotheken aufnimmt, ne? Reicht gerade. Aber beim nächsten Mal bist du dran. Also der Schuh ist dran, dann Schlachtschiff hat auch viele Hypotheken schon aufgenommen. Da könnte es sein, dass es dann auch nicht reicht. Der Zylinder könnte noch einmal durch. Rücke vor bis zum Opernplatz. Das ist also auch wieder sehr schön, dass man das Feld hat, wenn man dann dieses... Also dir... Ja, geht das? Schlachtschiff ist bankrott. Na gut, das war der erste Gegner, den wir bankrott gemacht haben. Und jetzt kann ich hier die ganzen Hypotheken von ihm ab aus auslösen. Was ist das? So, okay. Damit haben wir jetzt natürlich eine ganze Menge. Wir könnten jetzt, könnten wir irgendwo bauen? Nee, noch nicht. Könnten wir noch nicht, aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht. Das geht ja doch jetzt relativ schnell. Der Hund geht dann mal auch auf so ein rotes Feld und der Zylinder auf so ein pinkes hier. Der Hund bin ich selber. Wann merke ich das endlich? Also das, der Schuh, meine ich natürlich, der geht auf so ein rotes Feld. Der Hund kann das auch machen, das stört ihn aber nicht. Das bin ich ja selbst. So, Zylinder. Ja, hast du Glück gehabt. Jetzt gibt's halt dann da das Zehnfache. Ne? Er hat also 6 gewürfelt und muss mir dann 60 bezahlen, weil ich Wasserwerk und Elektrizitätswerk habe. So, wer ist jetzt der Hund? Der Schuh? Ach so, da oben. Ich dachte, er wäre auf dem Hotel. Wieso ist er noch nicht pleite? Weil er nur auf dem gelben Feld ist.
Aber das reicht schon, um ihn an den Rand des Wahnsinns zu bringen hier. Aber wir schaffen es. Ich sagte, wir schaffen es nicht unter einer Stunde. Und es wird wirklich knapp, aber so ungefähr eine Stunde wird es dauern. Das Spiel, das muss man auch dann rechnen, wenn man das online spielt. Man muss sich also ein bisschen Zeit nehmen, natürlich, das ist völlig klar. Zum Südbahnhof. Das mit dem Zylinder. Die Miete kann er jetzt locker bezahlen, weil er gerade Gehalt bekommen hat. Ah, er hat was ausgelöst. Okay, das hätte ich jetzt nicht mehr gemacht an seiner Stelle, wenn es sowieso gleich zu Ende ist. So, ich kann mir die jetzt Steuern jetzt alle mal leisten. Das ist überhaupt kein Problem. Zylinder, ja, der hat noch keine Bedingungen aufgenommen. Der hat also noch ein bisschen Zeit. So, wir sind bei einer Stunde durch. Eine Stunde und 44. Dann eine Stunde und 44 Sekunden, meinte ich natürlich. Nicht eine Stunde 44 Minuten. So, wenn jetzt der Zylinder pleite macht, dann können wir theoretisch auf dem Gelben noch bauen. Ach, wir können auf der Schlossallee bauen, das sehe ich hier jetzt erst. Ach, machen wir das doch nochmal, dann geht das Ritz noch schneller zu Ende. Oder brauchen wir eigentlich nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir. Also ich könnte jetzt hier Parkstraße und Schlossallee bauen, da gibt es natürlich richtig fett Kohle dann. Aber ich glaube, da reicht schon, wenn die so drauf kommen. So, der ist schon mal pleite auch. Nee, das bin ich ja selber. Ja, ich spiele sonst mit dem anderen. Tut mir leid. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Ich bin der Hund, bitte. Merk dir das, du Hund. So. Ja, wir haben immer noch Glück und rutschen da dran vorbei. An den bösen Fallen. Ich könnte natürlich trotzdem noch auf der Schlossallee. Ich baue da mal zumindest mal ein Haus hin. Das reicht ja schon. Oder zwei. So, das reicht nämlich. Da kriegen sie 600 oder 500 aufgebrummt. Und das reicht dann auch zumindest, um den Schuhpleiter zu kriegen. Und der Zylinder, der muss halt dann auf so ein Hotelfeld. Zum Beispiel gleich auf den roten. Bitteschön, wenn es geht, geht es. Nein, geht nicht. Aber die Parkstraße, da verlieren sie auch mehr, als sie Geld einnehmen. Ja. Komm. Na, er will nicht. Er will nicht, er will nicht. So, aber ich denke, dass wir nach 1.10 fertig sein sollten mit dem ganzen Kram. Mit dem Spiel. Und das mache ich in einer Folge. Da mache ich jetzt nicht zwei Folgen draus oder was. Ihr müsst euch dann halt... Ja, da ist er um die Schlossallee rumgekommen, aber die anderen stehen ja auch noch da. Ja, hast du Glück. Ihr könnt euch noch ein bisschen retten. Aber bald ist es vorbei. Ja, stört mich jetzt nicht. Am Anfang ist das ein bisschen blöd, wenn man das gleich im ersten Zug hat. Aber jetzt. Stört mich auch die Einkommensteuer nicht mehr. Und die Krankenhausnachzahlung und die Zusatzsteuer und. Drei wieder zurück. So, da muss er die Steuern bezahlen, richtig, ja.
So, das war's denn wohl, mein lieber Schuh. Genau, Schuh ist bankrott und ich darf jetzt seine Grundstücke übernehmen. Und jetzt machen wir noch den letzten fertig. Wir können jetzt auf den grünen da bauen. Aber das mache ich mal nicht. Ich kriege ja sowieso mehr Miete. Da müssen wir nochmal warten. Bis wir dann hier... Na, bis ich dran bin, dann kann ich das auch lesen. So, wenn ich alle Straßen einer Farbgruppe besitze, ist die Miete für die unbebauten Straßen doppelt so hoch. Also kriege ich dann nicht 150, sondern kriege ich dann nicht 28, sondern 56. Ja, mal sehen, ob er jetzt in der im Gefängnis bleibt oder sich freikauft. Was macht er? Er kauft sich frei. Er will es jetzt schnell beenden. So, das war's dann wohl auch. Oder reicht's noch? Ja, wie gesagt, bei 1.10 müssen wir durch sein. Er hat jetzt alle Grundstücke belastet, hat noch 50 Kajumbeln. Und das war's dann wohl. Er braucht sich eigentlich, ja, eigentlich ist egal, wo er Miete bezahlt, aber jetzt das vielleicht auf der Wiener Straße und sonst wo, das ist, er muss erstmal bis loskommen und das wird sehr schwer. Ja, da geht's natürlich. Da ist immer gut. Also wenn er jetzt zwischen Freiparken, Gefängnis und immer in dem Dreieck springt, dann kann er das natürlich noch eine Weile hinauszögern. So, was kaufe ich mir bis zum nächsten Werk? Das bin ich selber, Elektrizitätswerk. So, dann würfel mal, sind wir bei gleich am Ende. Du hast noch 29 Kajumbel übrig. Mal sehen, wie weit du damit kommst. Da wird es hier schon schwierig. Hier ist schon vorbei dann. Da ist also Hauptstraße, geht gerade noch Bahnhofstraße. Ist schon zu viel. Aber natürlich geht es, wenn er direkt ins Gefängnis geht. Oh, mal gucken. Gemeinschaftsfeld vielleicht noch. Irgendwie so ein fieses Feld. Na, das ist natürlich auch praktisch. Nochmal einen Schluck nehmen hier. Und er kann sich jetzt auch natürlich die Kaution nicht leisten. Also bleibt dann natürlich noch die nächsten zwei Züge im Gefängnis. Was willst du denn haben? Er will mir den abkaufen und will mir den geben. Ja, dann könnte er da natürlich wieder eine Hypothek drauf aufnehmen. Na, ist klar. Das ist klar. Aber das, und er hätte Geld seine Kaution zu bezahlen. Das ist wahrscheinlich sein Hintergedanke dabei. Aber so geht's natürlich auch. Und er ist pleite. Damit. So, damit haben wir gewonnen. Und das war's. Das war das Let's Play. War lang genug. 1 Stunde 8 Minuten. Ich wünsche euch alles Gute. Spielt mal Monopoly. Ich gucke mir mal an, was es auf der Seite sonst noch für Spiele gibt und werde vielleicht mal das ein oder andere selbst spielen. Ich gebe euch hier nochmal den Link gleich, der läuft gleich nochmal durch von der Seite, die ich euch empfohlen habe. Hier insbesondere das Spiel Monopoly, also wer das nicht kennt, der kann es mal gern spielen und wer das kennt, der findet es vielleicht langweilig, aber Stefan hat es nicht langweilig gefunden.
Er wollte ja, dass ich das mal Let's Play, und das habe ich also gemacht. Ja, das war's dann. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Norbert.